Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast 1672 Rematch, Deciders Match, Gruppe C. Wir haben einen Terran in Rot, das ist Dragon Phoenix Gaming's Cure. Und der spielt gegen den italienischen Zerg vom Team Clash, es ist Rainer. Wir starten auf Pillars of Gold, hatten eine Reaper Expansion, die nicht viel angerichtet hat. Der Reaper hat nicht viel angerichtet. Läuft halt alles gerade so vor sich hin. Man sieht auch bei Rainer dritte Basis, Queen's Thrones, Linge ein paar und Speed Upgrade unterwegs. Also das Early Game war nicht wirklich von großer Bedeutung. Wir hatten da einen Cancel auf einen Spore-Crawler und das war es dann auch. So, Overlord hier fliegt auch wieder raus. Hat noch nicht voll reingescoutet, hält sich erstmal noch zurück. Es gibt ein drittes CC direkt auch bei Cure. Also möchte Richtung Makro-Game starten, schickt seine Hellions als Unterstützung und hat aktuell 2 Gas, 1 in Natural, 1 an der Main. Könnte jetzt dann Stimmer forschen. Tech Lab wäre da. Die Helens besuchen in der Zeit die dritte. Da sind aber noch keine Drones dran. War Queens in der Nähe. Und da geht's an die Drone. Und die Drone wird gesniped, die da frisch spawnt. Unglücklicher Spawnpunkt. Und ja, das ist eben das Rematch aus dem ersten Match der Gruppe, das die beiden hatten. Da war es aber ein Best of 3. Jetzt ist es natürlich ein Best of 5. Mal gespannt, was die dann abliefern werden. Overlord wurde gesniped, der Scouting-Ovi. Es gibt mehr und mehr Queens auf der Zerg-Seite. Liberator bei Cure mit unterwegs. Relativ früher Liberator, aber der wird dann für Harassment sehr wahrscheinlich verwendet. Wir haben interessanterweise noch keinen Stim. Da lässt Cure gerade noch ein bisschen auf sich warten. Baut auch noch immer einiges an Hellions hier mit durch. Ein Max-Switch wäre natürlich jetzt cool, aber ich glaube nicht dran, dass wir einen kriegen. Viking schnappt sich während das nochmal ein Kill. Und damit ist der nächste Ovi down. Die Queens versuchen ihr Bestes, um das Viking jetzt vom Gebiet wegzuhalten. Die Hellions nähern sich der dritten und gehen, oder wollen die Drones angehen. Die werden jetzt aber weggezogen. Der Q-Tumor tankt da den Schaden mal weg. Jetzt ist er unterwegs. Also der Plan ist dann doch die Bio. Es wird dann doch kein Mech geben. Aber das war fast zu erwarten. Reaktor an den Starport für die Doppel-Medivacs. Das Viking hat sich nochmal im Overlord versucht und dafür sein Leben verloren. Hat das nicht geschafft. Der Ovi lebt mit wenigen Hitpoints, aber er lebt. Und die Hellions sind hier weiter unterwegs. Momentan 8 Hellions mit dem einen Reaper mit dabei. Also das ist gut Damage, gerade gegen Linge und gegen Drones. Da muss man als Zerg schon aufpassen. Auch Queens können da ein bisschen Probleme kriegen, wenn die Hellions da voll drauf fokussieren. Aber es wird sich erstmal nur um den Creepspread gekümmert. Und vierte Basis in Vorbereitung für Rainer. Da bekommt er den Liberator links ab in der Natural. Hat einen Spore-Quarter im Bau. 3 Drones aber verloren. Also nicht so schlecht für diesen Liberator, der selber 150 Mineralien kostet. Zudem blockiert er, wie man sieht, auch das Mining. Also er holt da schon ein bisschen was raus. Hat für sich selber da schon bezahlt auf jeden Fall. Und kann auch weiter verwendet werden. Hat da noch keinen Schaden abbekommen. Die Hellions währenddessen an den Queens vorbeigefahren. Gehen nochmal auf den nächsten Creep. Und jetzt an die Drones. 3 Drones ein weiteres Mal tatsächlich. Ja, die Hellions haben alle 3 Drones hier durchgebraten. Dass er nicht noch irgendwie Überbleibsel vom Liberator. Der versucht es nämlich auch nochmal an der Natural. Aber dieses Mal mit weniger Erfolg. Denn der Spore-Call ist jetzt mit dabei. Aber in der Zeit hat Q-Stim und 1-1 vorwärts gebracht. 1-1 dauert allerdings noch eine ganze Zeit lang. Wir haben mehr Barracks. Der Liberator schießt jetzt nochmal. Oh, der Liberator könnte den Overlord-Kill finishen tatsächlich. Der macht nicht so viel Damage an dem Ovi, aber es reicht, um den Overlord zu erledigen. Rainer wollte da kein Transuse draufsetzen. Er hätte die Queens in Reichweite gehabt. Hat aber da keinen Bock drauf. Jetzt werden da mehr Linge gebaut. Zerg 1-1 ist auch unterwegs, genauso wie Leertech und Baning Nest. Und nochmal eine Hatch bereits. Basis Nummer 5 für Rainer. Ist ja nichts Neues, dass er auf wirklich massiv Economy spielen möchte, wenn er die Möglichkeit dazu hat. Und das sind dann schon schnelle 5 Basen, die er dann online hat mit 71 Drones bisher. Das werden dann noch deutlich mehr. Wir haben jetzt aber auch den ersten Drop eingeladen. Der nähert sich dieser neuen Basis. Der lädt jetzt erstmal am Rande des Creepspreads aus. Die Hellens sind mit dabei. Armory ist noch nicht ganz fertig. Also es gibt noch nicht direkt Hellbats. Aber ist nicht mehr weit weg. Und dem Lanes ballern nochmal mehr Creep weg. Davon ist schon einiges draufgegangen. 16 Creep-Tumore hier in den letzten paar Minuten. Also Cure versucht fleißig den Creep zurückzuhalten. Aber Rainer hat insgesamt 9 Queens. Kann also auch fleißig nachlegen. Die neue Basis ist bald fertig. Wir sind jetzt bei 74 Drones mit eben mehr und mehr unterwegs. Das kommt nach und nach dazu. 2-2 beginnt beim Zerg. Schneller als das vom Terraner. Denn bei dem ist 1-1 noch nicht mehr ganz fertig. Und wieder Scan und Creep clearen. Eine weitere Runde. Vielleicht die Hatch schon mal ein bisschen anballern. Ein bisschen Schaden geht drauf. Aber das sind die Queens und das sind viele mit Transfuse-Energie. Da reichen die Marines alleine erstmal nicht. Da muss noch mehr rankommen. Da kommt jetzt das Widowmine-Upgrade und Triple Widowmine-Produktion.
Also Doppelfactory sogar schon. Da kommen eben die Drilling Claws. Was sind die Tunneling Claws? Nein, das sind die Drilling Claws. Tunneling Claws waren die Roaches. So rum. Jetzt sind die Aliens mehr dabei. Jetzt geht auch der Hellbird Move. Dann kann man die automatisch hochheilen. Ja, da passiert das direkt. Die vier Medivacs geben ihr Bestes. Es sind nur Marines mit dabei mit den Hellbirds und eine Widowmine, die da rumkrabbelt. Also die Banelinge haben auf jeden Fall da lukrative Ziele, machen sehr viel Damage auf alles, was hier rumläuft und wollen natürlich eine gute Connection haben. Haben auch jetzt Speed Upgrade, also es kommt gerade rechtzeitig für Reynold, der möchte da auch eine kleine Falle aufsetzen. Schickt jetzt erstmal die ersten paar Banes rein in die Hellbirds, die stehen da vorne recht gebündelt. Die kommen jetzt von der Rückseite, die Hellbirds gehen vorne ein bisschen rein, es stürmen aber auch gerade ein paar Drones. Wobei das bei den 30 erstmal hält und die Marines müssen trotzdem einladen. Der Fight, der reicht nicht für Kör, kommt da nicht durch. Und drei Drones zu killen ist dann doch nicht genug. Man sieht, dass Rainer legt mehr und mehr nach. Geht es dann auf einen 90er Drone-Count. Also er tendiert schon wieder Richtung 100. Holt sich jetzt Overseer mit dazu, weil er was für die Widowmine hier braucht, die da noch rumsteht. Die hat nämlich gleich nachgeladen. Die Marines währenddessen kiten sich durch die Linge durch. Widowmine. Oh, das könnte eine richtig schöne. Nein, wird nicht eine richtig schöne Widowmine-Hit. Denn die Linge Waning ist rechtzeitig weg und sogar der Overseer ist rechtzeitig da, um die rauszunehmen. Overlord Speed als nächstes unterwegs, damit die Overseer nicht zu langsam hinterherhängen. Und da kommen weitere Widowmines angeliefert auf die vierte Basis, wie es aussieht, mit Sporkhornen, aber die schon da sind. Da sieht man sie zumindest. Jedoch eine Queen hat nicht genügend DPS. Da kommen jetzt auch die Gasgas-Serie noch mit ran. Und da sieht man noch mehr Drones und 98 jetzt. Also Rainer, der dreistellige Worker-Count ein weiteres Mal. Mal sehen, wie gut Cure dagegen aufgestellt ist. Ob er da einen Masterplan hat, wie er das angeht. Er hat selber drei Basen mit einer vierten unterwegs. Hat hier den nächsten Push am Start. Nochmal Krieg rauskommen. Die Widowmines treffen eigentlich nicht so gut bisher. Er wird gut gesplittet auch zwischendrin vom Zerg. Und der Drop hat sich's nicht getraut, da irgendwie ja, reinzufliegen Richtung Mainbase. Da sind eben die Sporkholler im Weg. Es gibt jetzt Lurker dann und Hivetech bei Rainer. Und er hat die 100 Drones und er geht noch höher. 105 Drones. Der Typ ist echt absurd, was seine Worker betrifft. Die Banning hier wurden schon eins vorgeschickt. Nehmt die ganzen Widowmines raus, auch die letzte Widowmine wird dann noch geklärt, damit sind die Marines gerade alleine. Die Marines schaffen alleine diesen Fight nicht, vor allem weil sie erst noch ausgeladen werden müssen, Stück für Stück. Und das ist nicht genug, da hat der Zerg zu viel Power dann. Hier hingegen sind mehr Marines, da ist auch eine Widowmine mit dabei, aber auch gegen die wird gemicrot, trifft trotzdem die Linge und die Marines nehmen den Rest raus. Die wenigen ziehen sie erstmal zurück und die Basis hier wird verhindert, aber das ist halt auch schon die sechste Base. Dann hätte Rainer doppelt so viele Basen wie Q, also das kann er eh nicht zulassen, dass der Zerg so viele Basen hat. Der hat jetzt schon genug an die Economy. Das Income von Rainer ist absurd hoch. Er ist bei 4000 Mineralien pro Minute als Zerg. Er hat also keine Mules und ist trotzdem mega hoch, was das betrifft. 4100, fast 4200, was er stellenweise schafft. Auch 1500 Vespingas pro Minute. Also es ist wirklich krass, wie viel Geld da reingespült wird in die Kasse von Rainer. Und er investiert das halt auch alles. Die Queens sind hier gerade am Fighten und warten auf die Dingelinge. Kommen auch mit dazu. Trotzdem ein paar Queens kostet das den Kopf. Die Queens müssen gucken, dass natürlich auch der Creep wieder vorwärts kommt. Die Basis wird ein weiteres Mal versucht. Hier wurden die Marines ausgeladen. Oben sind die Medivacs noch unterwegs. Also die ja, Medivacs sind wichtig. Aktuell fehlt es nämlich an Antia einfach beim Zerg. Jetzt sind die ersten 11 Hydras draußen. Denen fehlen noch die Upgrades. Hier geht es in den Fight Linge gegen Marines gegen diesen Drop. Und die Marines ja, mit Heal, die ballern sich schon gut durch die Länge. Die geben sich größte Mühe. Auch der Banning alleine reicht nicht. Der bräuchte ein bisschen Unterstützung. Da kommt es noch mehr an. Aber das hat Rain jetzt einiges an Geld gekostet. Das ist bei 7100 zu 4700 Resources lost. Q hat sich seine vierte Basis geschnappt, macht Druck auf der linken Seite gegen die Basis Nummer 4. Da kommt gerade Linge angesportet von der anderen Seite der Karte. Banning ist dann auch in der Nähe. Da kommt Adaptive Talents für die Lurker, Presents, Missile Attacks, Adrenal Glance und plus 3 Armor. Ja, Rainer muss das Geld ja nutzen, dass er da reinsammelt. Er ist fast maxed. Q ist ebenfalls maxed. Hat selber mit 78 SCVs keine so schlechte Konne. Jetzt sind die ersten Lurk mit dabei und die Bio möchte da aber durch den Marines. Da man sieht riskanten Move, denn man sieht, dass der Splash Damage gegen die gebündelten Marines ist trotzdem ziemlich schmerzhaft. Aber es reicht. Es reicht, um die Lurk rauszunehmen. Es reicht, um die Basis zu canceln. Und damit ein sehr wichtiger Fight für Cure, denn der Fight war teuer für Rainer. Hat ihn sehr viele Ressourcen gekostet, diese frischen Lurker da zu verlieren. Und die Bio kann sogar noch weitermachen. Da muss also mehr Reinforcement. Rainer wollte eigentlich selber angreifen mit seiner Truppe. Er zieht das trotzdem durch. Die Bänden gehen nach vorne mit ein paar Linge. Das sind ein paar Panzer und eine PF. Da wirkt man nicht einfach durchkommen. Die Basis hier werden dessen auch verteidigt. Und die Medivacs ziehen sie erstmal zurück. Aber guter Move bisher von Cure. Er macht auf jeden Fall Rainer Schwierigkeiten. Und Rainers Creepsfeld ist nicht da, wo man ihn wahrscheinlich haben wollte. Geht jetzt auf Doppel-Nydus. Ja, das ist einfach eben der Punkt. Rainer kann zu viel Geld sammeln. Ist zwar runter auf 97 Drones, aber es ist trotzdem noch bei weitem genug. Er bräuchte aber jetzt eben langsam doch die sechste Basis. Denn dafür hat er einfach zu viele Worker für die Basen, die er gerade hat.
Natural ist eine rote Zahl, dritte Basis ist eine rote Zahl. Das sieht man eben, diese Drones, die ein bisschen zu viel sind. Das wird in den nächsten Minuten noch mehr werden. Daher eben eine neue Hatch wäre wünschenswert. Und damit gibt es eine sechste und eine siebte Basis. Der eine sieht Q auch direkt und könnte mit dem Medivacs nochmal ausladen. Er geht selber gerade auf Ghosts und schnappt sich nochmal mehr Panzer mit dazu in seine Army. Da sind ein paar Linge unterwegs, wollten Rumble starten. Aber da ist so viel Bio, da ist die gesamte Terran Army und mit Panzern. Da kommen die Linge alleine nicht durch. Aber es gibt einen zweiten Angriff, der ist hier mit einem riesen Haufen an Banes. Das reicht, um eine PF zu knacken, gar kein Problem. Die wird einfach weggesprengt, der Panzer gleich noch mit dazu. Kostet natürlich einen Haufen an Banes. Und es steht direkt ein Kommandant neben dran. Ist die Frage, lohnt sich das für Rainer, wenn das neue CC quasi direkt nebenan steht? Klar, das, damit fehlt auch Unibase und er muss nochmal neu bauen. Aber Samantha hat sehr viele Banelinge da drauf gegangen. 9000 zu 15000 Ressourcen lassen. Hier das Medivac ist kurz vor dem Tod. 5 HP, aber die Queen kommt nicht ran. Die Linge strömen jetzt aber nach außen, versuchen die ganzen Einheiten zu surrounden, kriegen da unten den Part. Wobei da die Bio von oben noch ein bisschen mit draufballt, die Panzer von oben gleich noch mit draufballern. Und die Bio ist gerade, ja, am Hin- und Herrennen, versucht alles zum Zerg hier irgendwie in den Griff zu kriegen. Die Leute stacheln jetzt hier durch. Die Bio hat Schwierigkeiten, muss eingeladen werden. Die Linge rennen da mitten durch. Und da ist fast nicht, ja, es ist kaum noch Bio tatsächlich. Es ist sehr viel, was durch die Panzer gerade gehalten wird. Die Ghosts, die jetzt angelaufen kommen. Wir sind bei 6 Panzer, 6 Ghosts, jetzt allerdings Doppel-Nydos in der Mainbase und da sind einfach nur ein paar Lurker reingebracht worden. Also nicht wirklich so eine Flut an Linge, was man erwarten könnte über Doppel-Nydos, sondern einfach nur der Lurker. Wobei der Lurker auch schon ein bisschen Schaden macht und natürlich eine schöne Ablenkung ist. Problem ist, der Terraner pusht immer noch, also Rainer kann die Ablenkung gerade gar nicht nutzen, denn er muss seine eigene Army zurückziehen. Muss nachbauen, er hat noch eine Bank. Klar, bei so einer Economy ist es auch kein Wunder, dass da eine Bank da ist. Muss aber wieder eine Basis verteidigen und das sieht nicht gut aus. Diese Edge verliert schnell Hitpoints, die Panzer sind nicht mehr gesiegt, die Zerg-Army hat sich weiter hinten aufgestellt. Ja, die Hedge ist schon weg. Die Terran Army versucht, weiter Druck zu machen. Wenn das denn der nächste Nydos-Versuch in der Mainbase, da wird auch durchkommen, aber nicht lange. Nein, da kommt nicht mehr komplett durch. Wird tatsächlich vorher gesniped von der Bio. Und hier wurden ein bisschen Reinforcement-Einheiten abgegrast von Lurkern, Lingen und Banigern. Die nächste Basis jetzt hier in Gefahr. Die Drones in Gefahr. Und Rainer bisher, die Fights, kriegt er nicht so ganz in den Griff. Da macht hier einen ziemlich soliden Job. Der Panzer hier ärgert noch ein bisschen. Jetzt geht's aber drauf vorne auf die ganzen Einheiten. Das sind aber viele Siege Tanks. Da ist eine Viper, die setzt eine Blinding Cloud auf 2-3 Panzer. Schaltet damit schon mal Wichtiges aus. Die Ghosts cloaken zwar, aber es ist ein Overseer mit dabei. Und die Turn Army, die wird dieses Map kommen. Aber die hat die Basis erwischt. Also die hat eine weitere Zerg Base ausgeschaltet und auch 10 Drones. Also Rainer kann zwar den Fight jetzt dieses Mal doch gewinnen, aber es kostet ihn 2 Mining Bases. Sind jetzt bei 16 zu 25.000 Ressourcen lost. Hier die Bio ist vielleicht nicht ganz genug Pure. Da hat er aber gerade kein Auge auf seine Army. Jetzt schaut er gerade kurz, aber muss die Ghost einladen. Sollte vielleicht auch die Reinforcements einladen. Die Linge sind gefährlich mit ihrem Adrenal Glanz Upgrade. Die haben plus 2, nein, plus 3 sogar mit drauf. Also die machen maximal Damage, den sie machen können. Die Bio kitet jetzt nach hinten. Versucht ihr Bestes außerhalb der Lurker zu fighten. Da ist nochmal irgendwas in den Medivacs auch drin. Es sind 2 Ghosts, die da gerade mal ausgeladen werden. Aber die werden direkt in Linie ausgeladen. Damit die Bio überlebt hier überhaupt nicht, sondern wird einfach Stück für Stück disabled. Das sind die Lurker, die gerade den Fight für Rainer gewinnen. Er pusht jetzt doch mal zurück. Er versucht es nochmal mit dem Nydos in der Mainbase. Das sind nämlich noch Changelinge übrig. Aber die Bio kann sich darum kümmern. Dieser Nydos wird nicht viel Erfolg haben. Rainer versucht sie damit 2 neuen Basen. Weil jetzt braucht er sie wirklich dringend. Jetzt gibt nämlich seine ersten 3 Basen nicht mehr viel. Auch seine 4. Basis ist am Schwinden. Er hat natürlich ein paar Drones verloren. Also ist es nicht mehr ganz so kritisch, trotzdem, man sieht direkt ein paar Drones fahren ran an diese neue Base. Rainer hätte gern mehr Geld. 91 Drones sind jetzt nur noch, das heißt, sein Army-Supply ist dann, ja, potenziell wieder ein bisschen größer. Und da sieht man mit den Auswirkungen des letzten Fights, der hat Q wahnsinnig viel gekostet. Da hat eben alles unter den Medivacs verloren. Die 10 Medivacs, die fliegen noch rum, denen ist das egal. Das Problem ist eben die Bio unten drunter, die macht aber direkt hier wieder Action und nimmt eine weitere Surge-Base raus. Aber diesmal ist auch Rainer hier am Start. Versucht hier eine Basis zu finden und da macht er auch einen ziemlich guten Job. 17, 18, 22 SCVs. SCVs sterben hier in Massendeck. Ein Drittel des Worker-Counts gerade verloren bei Cure. Und er kriegt währenddessen nochmal Besuch von den Nydosen in der Mainbase. Dieses Mal ist da deutlich mehr drin. Das könnte gleich richtig unangenehm werden. Hier gehen die Supply-Depots drauf. Hier die Truppe rennt zwar weiter, nachdem sie die Basis gesniped hat, aber Cure sieht die Doppel-Nydos in seiner Mainbase. Er hat gar keine Lust mehr, sich damit zu beschäftigen. Weil ihm fehlt selber jetzt das Geld. Seine dritte wird belagert. Und er wollte eigentlich hier eine neue Basis, eine fünfte haben, hat gerade eben einen Haufen SCVs verloren, 25, und hat damit hauptsächlich diese Base hier. Main und Natural ist nicht mehr viel übrig und er hat jetzt eben diese Nudes so mit drin. Hier kommen dann gleich ein paar Lurker raus und die können sich hier festsetzen. Die muss man dann loskriegen und man sieht, die Turn Army sieht jetzt echt nicht mehr so großartig aus, zumal ein Teil von dieser Turn Army eben noch hier unterwegs ist. Also das spielt natürlich da auch mit rein. Der Trupp rennt jetzt gerade vor, aber Rainer ist schon unterwegs, also für Cure. Es ist nachvollziehbar, warum ich hier sage GG und das 1-0 dann doch an Rainer abgibt. Aber er hat sich hier echt nicht schlecht gehalten. Er war eine Zeit lang auch wirklich unter Kontrolle von diesem Game. Es ist ihm dann einfach bei dem Fight, bei dem Rückzug hier ein bisschen entglitten. Nachdem er die beiden Basen gesnappt hat, ist es ein bisschen auseinandergefallen. Bis dahin lief es eigentlich sehr, sehr gut für den Terran.
Und es macht den Anschein, als würde Cure nicht wollen, dass Raynor nochmal auf 100 Drones kommt. Da würde das Game etwas kürzer halten. Versucht es hier mit einer Doppel-Proxy-Rex. Aber Raynor ist hier mit dem frühen Spawning Pool unterwegs. Also Spawning Pool first. Pool first Opener. 16er Pool und dann 16er-17er Hedge, die sich da hinsetzt. Das heißt, da werden recht Frühlinge kommen und das spielt dann wiederum Raynor in die Hände. Er weiß noch nicht zum Opening von seinem Gegner. Er hat da absolut keine Info. Der Overlord ist weit, weit weg davon, die Barracks zu finden. Der zweite ebenfalls. Aber ja, es ist einfach das Build-Order-Roulette und in dem Fall ist es gut für Raynor, weil er wird Linge da haben, um gegen die Marines zu verteidigen und die SCVs, also kann dann Bunker eher finden. Das ist schon mal ja, ein solider Auftakt für den Zerg, obwohl er das noch gar nicht unbedingt weiß, dass es ein solider Auftakt ist. Und oh mein Gott, Raynor legt sogar nach direkt mit dem Roach Warren. Ah, okay, er ist also selber auf Voll-Aggression-Plan unterwegs. Und das spielt dem Cure quasi in die Hände, weil die Marines werden gegen die Roaches nicht viel zu melden haben. Terraner muss dann schnell gucken, dass er da irgendwie was rankriegt gegen Roaches. Also im besten Fall dann eine Factory mit Panzern oder Cyclones. Tendenziell lieber Cyclones, weil die Roaches können zu Ravagen werden. Aber man sieht das eben hier mit den Lingen, haben die Marines nicht viel, was sie tun können. Die können auf eine größere Masse warten und dann hoffen, dass sie damit einen Fight nehmen können. Aber man verliert halt Zeit. Bunker wird es keinen geben. Und in der Zeit wird halt der Roach Warren fertig. Und Raynor kann dann gleich 3, 4 Roaches andrücken. Die ersten beiden sind im Bau. Geld für eine dritte ist ebenfalls da. Gleich auch Geld für eine vierte. Ja, und da ist Roach Nummer 3 unterwegs. Er wird der erste Bunker angefangen, aber wie gesagt, es sind dann gleich Roaches da. Und dann können die Marines nicht viel tun. Die Linge warten ja auch, um ein paar Reinforced Marines abzufangen. Es gibt die Factory in der Wall. Das wird jetzt etwas schwierig für Cure. Mal gespannt, wie gut Raynor das nutzen kann. Der Bunker ist eben noch nicht fertig. Da sind jetzt eben mit Roaches auch Range Units da. Und das sieht man auch sofort. Cancel auf dem Bunker. Oh Gott, der hat Roaches. Ich muss nach Hause. Und zwar ganz, ganz dringend, denn er hat den Herd angelassen. Er rennt eben jetzt alles panisch zurück. Die Linge hier rennen noch durch die Gegend. Der Overlord hängt hier mit ab. Kann der vielleicht noch gesniped werden? Nein, die Marines. Okay, die Marines versuchen, Stellung zu beziehen gegen die Roaches. Und sie haben hier erstmal noch den Highground. Die Marines sind mutig und die Marines schaffen es, die erste Roaches zu erledigen. Das ist tatsächlich ein guter Start für den Fight für Cure. Also er hat sich nochmal hier gesammelt mit den ganzen Marines und eben schön den Highground ausgenutzt, weil Raynor hatte hier keinen Overlord, der ist eben weitergeflogen. Und das bedeutet, die Roaches haben nicht gesehen, wo sie da reinlaufen. Sie sind in sehr, sehr viel gebündelte Marine-DPS reingelaufen. Und das macht keinen Spaß. Und das versucht hier Cure gleich nochmal zu spielen, das Spielchen. Versucht den Sichtblocker zu nutzen. Schafft aber nicht ganz. Fliegt jetzt seine Barracks nach Hause. Die Linge haben ein bisschen an der Wall rumgeknabbert. Und das hat jetzt auch Raynors Plan hinausgezögert. Also jetzt läuft es für beide nicht mehr so optimal. Denn jetzt wird gleich ein Cyclone da. Man sieht auch, Raynor hat bereits wieder geswitcht in Richtung Drones. Man muss jetzt gucken, dass er seine Economy in den Gang bekommt, weil die ist in keiner guten Lage. Jetzt, wo mit den Roaches und Ravager nicht wirklich durchbrechen kann, denn der Cyclone ist halt da, bevor der Ravager ankommt. Und das macht halt für den Zerg dann auch keinen Spaß. Kann versuchen, den noch irgendwie anzugehen, aber es ist nicht einfach, denn ja, der Lock-On hat eine mächtig große Range. Und oben sind einige Marines, also mal gespannt. Raynor versucht jetzt noch zu belagern. Klar, auch bei Cure fehlt economy-technisch was, nämlich eine Expansion. Die ist jetzt unterwegs, 25 zu 27 Worker. Also die beiden haben sich ausgebremst, haben sich ein bisschen Einheiten gesniped, komplett gleich auf Resources lost, das ist doch schön. Und dann warten wir ab, wie sich das Game jetzt entwickelt. Ist natürlich jetzt alles, jetzt sind alle Timings verschoben. Das macht die Sache eben so unangenehm. In so einer Phase, wenn man eben von einem Proxy-Game in eine weitere Stufe weiter das Game führen muss, weil man den Gegner eben nicht bezwingen kann, dann habe ich eben das Problem, dass man ja, sich nicht auf gewohnte Timings verlassen kann, sondern man muss eben ein Gefühl haben, von wegen, wie weit ist er tech-mäßig, wie lange könnte es noch dauern, bis da vielleicht ein wichtiges Timing kommt. Das ist ein bisschen mehr Blindflug, aber das sollte man als Top-Spieler auch mit im Griff haben, abschätzen zu können. Oder man geht einfach ständig scouten. Die Option hat natürlich Raynor auch, er hat noch Overlords übrig. Kann zumindest mal die Mainbase abchecken, wird dann ein Command Center sehen. Das ist aber schon die dritte. Die Netspiel ist nämlich gerade im Umbau zum OC. Es sind jetzt zwei Panzer da und damit ist Cure safe. Und ja, Raynor weiß das auch, dass jetzt er hat da nicht mehr die Zeit, um groß Schaden machen zu können. Er muss sich zurückziehen mit der Truppe, die kann vorne nicht viel erreichen. Und er will lieber seine eigene dritte haben, mehr Queens haben, Speed Upgrade. Und wir drücken einmal ein bisschen die Geschwindigkeit hoch vom Replay, denn da wird jetzt nicht viel passieren. Beide sind voll damit beschäftigt, alles zu korrigieren, was eben durch die frühen Attacks durch die Proxys ruiniert wurde. Der Tech, die Economy, muss beides aufgebessert werden. Und derzeit sind sie dann nicht wirklich kampffähig. Alles, was sie dann tun werden, ist ein bisschen harassen im besten Fall.
und eben auf das eigene Game konzentrieren. Leertag ist unterwegs, Speedupgriff für die Linge ist dann gleich mal da, dann hat der Cyclone auch nicht ganz mehr so viele Freiheiten. Auf der Tarana-Seite sieht man, dass Stim kommt recht früh mit Medivacs, also Tech bei Q sieht ganz gut aus. Dritte Basis dann mit dabei. Und mal sehen, Rainer, wie sieht's aus mining-technisch? Tatsächlich, ich würde Q einen kleinen Vorteil hier geben. Einfach weil Rainer auf ein paar Roaches festsitzt, die ihm halt nicht so viel bringen. Er geht es auch noch um mehr Roaches. Der Gegner hat aber halt zwei Panzer mit dabei und die Marines kriegen bald Stim. Dann werden die Roaches nicht unbedingt besser als Einheiten. Der Cyclone ist hier noch unterwegs, aber ja, dass sie beim Speed-Upgrade für die Linge hilft und der Cyclone ist damit weg. Aber die Linge müssen aufpassen, denn da ist ein dicker Haufen an Marines. Und wenn die Linge da rankommt, leben sie auch nicht lange. Und der Q eben mit der dritten Basis jetzt schon. Rainer hat selber seine dritte gerade erst frisch am Laufen. Das sieht ihm alles nicht schlecht aus für Q. Er kann nämlich jetzt belagern und seine dritte setzen. Damit sieht er in der Economy gleich. Er ist in den Worker noch hinten dran. Reynolds muss erstmal einige Einheiten bauen. Macht er auch. Es kommen 7 Roaches, es kommen mehrere Ravager, da kommt jetzt noch Combat Shield. Was bei Q eben fehlt, sind Unit Upgrades. Da ist Reynolds tatsächlich ihm ein Stück weit voraus. Da geht nämlich auch plus 1 Carapace, auch wenn es noch eine ganze Zeit dauern wird, bis das Upgrade eine Rolle spielt. Aber die Panzer gesiegt. Da geht es in den Fight. Die Dinge gehen schon mal drauf. Man sieht, die Roaches kriegen mal einen Panzerschuss ab. Kriegen den ersten Panzer gesniped mit Cross of Files. Aber auch die Sorgenheiten sind ziemlich angeschlagen durch die ganze Aktion. Haben wir da einige Hitpoints verloren. Und ja, der Panzer teilt einfach aus. Teilt einfach Damage rein in diese Sorge. Die erste Queen ist down, zweite Queen ist low. Panzer ist eingeklappt. Die Turnarme zieht sich jetzt erstmal zurück. Aber es wurde getradet und es ist immer noch knapp. 1250 zu 1500 Resources lost. Dafür habe ich eben Cure. Er hat in der Zeit seine dritte gestellt. 54 zu 67 Worker mit Doppelmule aktiv. Und der Zerg hat damit keinen riesigen Mining-Vorteil. Und eben läuft techmäßig in Roaches. Also mal gespannt, wann Rainer versucht, den Sprung zu wagen. Weg von den Roaches in Richtung Hydras Lurker. Halt irgendwas, was langfristig besser bestehen kann. Aber je länger das geht natürlich, desto unangenehmer wird das für die Roaches. Da einfach nicht miteinander. Die haben aktuell noch den Vorteil, dass sie ein sehr schnelles Carapace abgeladen haben. Das hilft wirklich. Das macht die Roaches deutlich stabiler, weil die eben den Marines einen Schritt voraus sind. Normalerweise erkennt man das, dass der Terran eben schneller ist mit den Upgrades und dann kassieren die Roaches mehr. Aber hier ist es andersrum. Hier tanken die Roaches mehr. Die Marines tun sich schwerer, die Roaches klein zu kriegen. Und das macht es einfacher, mit den Roaches zu fighten. Also das wird deren Lebenszeit ein bisschen verlängern in diesem Game. Da können es durchaus sein, dass wir bis 3-3 beim Terraner kommen, bevor tatsächlich da Cure einen vernünftigen großen Fight nehmen möchte. Er produziert aber auch Panzer natürlich, um das Problem ein bisschen zu umgehen. Denn dem Panzerdamage interessiert das wenig, ob die Roaches jetzt plus 1, plus 2 oder plus 3 Armor haben. Die ballern halt rein und es macht mächtig Damage. Aber eben die Marines müssen deutlich mehr aufpassen. Und das macht auch Drops schwieriger, weil die Roaches sehr, sehr zäh sind. Auch alles zum Zerg sehr zäh ist. Weil eben dieses Upgrade vor dem Terran-Upgrade ist. Es gibt immer die Phasen, wo es ausgeliehen ist, das ist besser. Aber im liebsten Fall wäre Cure eigentlich ein Attack-Upgrade voraus, aber das wird er hier erstmal eine Weile nicht kriegen. Wie gesagt, das kriegt er erst dann mit plus 3 Attack. Und das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Und Marines hauptsächlich mit beschäftigt, Creep rausnehmen. Und da sieht man es eben auch hier. Die Zerg-Army kommen mal kurz ran, die Marines ziehen sich zurück. Denen ist das kein angenehmer Fight. Die wollen den nicht eingehen. Wir haben jetzt ein Baning Nest unterwegs für Rainer. Und er hat sich einen Infestation-Bit gegönnt, denn Hive-Tech ist unterwegs. Also Tech geht auf jeden Fall voran. Economy jetzt mit der vierten Basis ebenfalls 85 zu 72 Worker. Also auch Q ist da nicht weit weg. Hat auch sein eigenes viertes Command Center unterwegs. Also ja, das von der Situation, die bei Proxy gestartet ist, kommen wir anscheinend doch in ein volles Makro-Game von den beiden. Ah, oh, schöne Cross of Bile hier auf. Die Medivacs mega low, aber sie leben noch. Ein letzter Cross of Bile hätte gefehlt, dann wäre es ein Doppelkill und wirklich einige Marines wären dabei mit draufgegangen. Hat aber nicht ganz gereicht und aktuell versucht Q seine Mobilität zu nutzen mit eben diesen Medivacs, die von Seite zu Seite fliegen können und den Creep aber hauptsächlich abräumen. Also viel an Einheiten getradet wird jetzt nicht unbedingt. Weil man aber auch sieht, ein bisschen Resources lost hat Rain eben ein bisschen mehr und mehr verloren. Das sind die Dinge, die immer ranrennen und nicht viel Chancen gegen die Marines haben. Aber der Hive-Tag ist gleich da. Und das ist schön für Rainer. Da sieht man eben kurz der Dive rein in die Ravager. Das sind eben lauter so Snipes, die sich Marines hier und da erlauben können. Aber im großen Bündelfighten ist deutlich komplizierter. Da sieht man, da wird gekitet gegen die Linge. Die Roaches hingegen wollen einfach fighten. Die Linge versuchen, die Marines aufzuhalten. Am Ende lädt man einen, boostet weg. Und der Zerg flieht da normalerweise immer mehr als der Terraner. Auf Rain ist es einfach, er kann die Marines von seinen Basen weghalten. Das heißt, er kann sich zu Hause entwickeln. Also er ist damit voll okay mit der Situation. Er gewinnt vielleicht die Fights nicht, aber er weiß, dass die Bio nicht wirklich Fortschritte macht. Dass er nicht wirklich näher an seine Basen rankommt und in der Zeit gibt es eine Uli-Cavern, Vipern und mächtige Upgrades. Nämlich Adrenagans und plus 3 Carapace. Also ja, der Zerg bleibt da weiter mit dem Armor-Upgrade-Vorteil dran. Da werden sich die Ulis freuen, wenn die relativ bald dazu kommen, weil es könnten die ersten Ulis da sein, bevor der Terraner dann plus 3 Attack hat.
Und Udis mit Kindness Plating plus 3 Armor gegen Marines mit plus 2. Da machen die Marines halt überhaupt nichts. Schöne Crossed Ball hier nochmal rein. Und die Rotos versuchen jetzt gerade die Army bis zu blocken. Nochmal schöne Crossed Balls auf den Panzer vorne. Aber jetzt ist es halt eine gebundelte Terror Army. Fast 200 Supply. Und jetzt wird es eben schwierig. Jetzt sind die Panzer mit dabei. Jetzt müssen die Rotos zeigen, ob sie das halten können. 2-2 wird hier auch noch mitgetimed. Das passt jetzt ebenfalls. Und Rainer evakuiert die Base. Er ist jetzt nicht in der Lage, das halten zu können. Nicht ohne Ulis. Hier hat er da gerne mit dabei. Und damit wird die ganze Flanke erstmal können. Was Rainer da gerade noch hat, ist ein Creep-Tumor, der ein bisschen zieht. Okay, zwei Creep-Tumor sogar, die ein bisschen sehen, wo die Turn-Army hier rumrennt. Ja, die Panzer waren hier voll aufgestellt und da möchte man nicht hier reinlaufen. Das haben so viele Panzer, haben das in Reichweite, dass da Roaches einfach nicht überleben. Das ist Niemandsland, wenn man da reinläuft. Hier geht es erstmal auf die Queen. Die Overlords haben bis dann geschossen. Jetzt kommen die Banning nach vorne. Gold, die Vipern haben sich überlegt, ob sie da was tun sollen. Komm, bin ich wirklich ran. Die Linie. Nein, das sind Roaches, wenn das einen Counter-Attack machen wollten. Aber auch hier Panzer plus Marines wehren das ab. Und hier geht es weiter vorwärts. Die Turn-Army macht jetzt mächtig Druck. Ein paar Drones gehen down. Overlords gehen down. Supply-Block ist da hier für Rainer. Seine vier Ulis sind immer noch nicht da. Die bauen ein bisschen lange. Er hat auch kein Kitness-Plating interessanterweise unterwegs. Und da geht die nächste Base down. Ja, Ulis sind jetzt da. Und der Zerg hat die gleichen Arm-Upgrades wie der Terraner. Also die Ulis wären nicht so schlecht. Das sind nämlich hauptsächlich Marines hier, wenig Marauder, aber die Panzer. Die Panzer tun tatsächlich hauptsächlich Werben, man hätte noch die Vipern mit Blinding Clouds. Die müssen dann aber sitzen, dann wird es ein guter Fight. Hier hingegen werden ein paar Einheiten abgefangen, die Roaches ja, gegen einen normalen Panzer, das ist kein Problem, da kommt man durch. Weiter soll es gehen Richtung dritte Basis, weil das wird hier aber immer noch gefightet. Vipern haben sich kurz wieder überlegt, Transfuse auf den Uli. Die Roaches hier kotzen sich durch Supply Depots. SCVs werden mit in den Fight gezogen. Okay, das wird jetzt etwas sehr kurios, die Geschichte. Die Roaches opfern sich hier, um so viel Schaden wie möglich anzurichten. Die werden dann nämlich nicht langfristig überleben, wenn das hier der Versuch, diesen Fight irgendwie sinnvoll zu starten. Doppel Parasitic Bomb stattdessen. Aber schönes Split von Cure. Zieht da seine Medivacs raus, die betroffen sind. Und er pusht immer noch weiter. Also man sieht wirklich die Panzer rücken vor. Und die Zerg Army bisher fühlt sich nicht wohl mit diesem Fight. Aber es werden mehr Ulis und plus 3 Armor dauert nicht mehr allzu lange. Kitness Plating ist ebenfalls unterwegs. Wie viele Sekunden wären das noch? Das wären jetzt noch gute 40 Sekunden, was der Spaß dauert. Plus 3 vom Terran ist auch unterwegs, das wird ein bisschen länger dauern. Als nächstes haben wir Ground Carapace 3. Dann ist eben dieser Armor-Upgrade-Vorteil wieder da für den Zerg. Dann sind die Ulis deutlich zäher, vor allem gegen diese Marines. Aber Kitenungsplating wäre nochmal schön. Kitenungsplating ist so ein schöner Bonus für die Ulis. Eben nochmal 2 Rüstungen mehr. Dann machen die Marines fast keinen Schaden mehr. Und das dauert jetzt noch 20, 25 Sekunden. Nochmal Percy Bombs, die reingeworfen wird. So tatsächlich das Ziel, gerade den Heal zu blockieren, das gelingt auch. Wir sind runter auf 3 Medivacs und nur noch 2 sind hier. Aber es sind immer noch sehr viele Panzer und Liberator. Und da kommt jetzt Reinforcement angelaufen. Aber es wird der Zeitpunkt kommen, dass Rainer mit seinem Kitness Painting versuchen kann zu engagen. Denn das ist in 10 Sekunden da. Die Vipern saugen sich nochmal voll, könnten dann eben Blinding Clouds auf die Panzer einsetzen. Klar, die Linge profitieren auch von dem plus 3 Armor. Plus 3 Attack eben vom Turn. 3-3 vom Turn noch nicht mit dabei. Also wenn Rainer fighten möchte, dann ist jetzt dann gleich der beste Moment gekommen. Schickt er nochmal ein paar Einheiten zur Seite. Denn er hat jetzt die besseren Upgrades. Er hat Vipern mit Energie. Er versucht die Vipern auch für eine Flanke anzusetzen. Die Marines allerdings ballern da schon mal auf die Evolution, über die fast schon da sind. Der Gott, die Zerg Army stellt sich immer komplett um die Turn Army rum. Also die möchte hier einfallen von verschiedenen Seiten. Da kommen die Blinding Clouds, da kommen die Ulis. Da ist eben 3-3 am Laufen für den Terran, aber noch nicht durch. Es sind viele Blinding Clouds durchgekommen. Ist die Frage, reicht das für den Zerg? Er räumt hier ziemlich gut durch. Die Panzer ballern aber nochmal raus. Die Ulis leben allerdings. Die halten durch und die gewinnen den Fight hier. Für den Zerg erstmal, aber es gibt eine Backup-Position mit weiteren Panzern und weiteren Liberator und die Ulis. Jetzt wird es ein bisschen unangenehmer. Das sieht man auch. Die Hitpoints schmelzen dahin und die Ulis ziehen sich erstmal zurück. Der Panzer wird nochmal gesniped. Die Zerg Army kann zwar den Fight halten, aber natürlich die Verluste für Rainer waren auch ordentlich. Er hat jetzt 2 Basen schließlich verloren und auch Drones. Er ist in der Economy nicht wirklich vorne. Er hat hier selber seine 4 Basen mit einer 5. unterwegs, bis in der 5. jetzt frisch fertig. Der Terran ist aber selber auf 4 Basen mit einer 5. am Start, die er dann losfliegen kann. Der Kurs ist einfach, er muss seine Army umbauen gegen Ultralisken mehr. Und er baut Ghost, er baut Marauder, er baut Panzer. Also da kommen die Kontereinheiten. Und jetzt hat er eben auch 3-3 auf seiner Bio drauf. Also jetzt ist die voll abgegradet. Da kommen noch plus 2 für die Panzer. Die teilen dann auch ordentlich aus. Da kommen auf jeden Fall einige Schmerzen dann auf die Zerg-Army zu. Es gibt einen Run oben von der Bio. Da oben ist nichts an Zerg, denn die ganze Army steht hier unten rum. Die versucht, die Perfi anzugehen. Die kann sich wehren. Ghost mit dabei, SCVs reparieren, die Medivacs. Bisschen Bio mit am Start. Die Zerg-Army zieht sie zurück. Es gibt nochmal einen Baning Crush in die dritte. 12 SCVs dauern. Sobald der Boss leider ein bisschen oben wurde, die ganze Basis abgeräumt. Die Marines wollen noch mehr mit den Marauden zusammen. Die Marauder stehen jetzt vorne, blockieren den Ultralisken, aber der hält zu lange durch. Die Basis wird einfach nochmal gesniped, konnte nicht gecancelt werden. Wenn das ist ein Liberator an anderen Basis nebendran und der ist sniped sich durch ein paar Drones durch 13 SCVs dann, aber man sieht, die Anzahl an toten Drones erhöht sich auch. 64 zu 71 Worker. Also ein bisschen der Kampf jetzt hier. Die Bayer unten sagt nochmal Hallo zu ein paar Lingen, die haben jetzt plus 2 Milli-Attacks. Mit der Dreamer Glance, also sie machen jetzt auch guten Damage. Die Ulis sind fast voll abgewertet, also es fehlt nur noch das plus 3 beim Zerg. Weil die Bayer hier, ja, ballert sich nochmal durch ein paar Linge. Die Linge fressen sich durch die Bayer.
Nicht sicher, wer da den besseren Trade hat, aber Hauptsache es beschäftigt den Zerg ein bisschen. Und Rainer möchte jetzt nochmal mit einem Push versuchen, dieses Mal auf die dritte, auf das Orbital Command, wo die Terran Army ist dieses Mal nicht in Position, denn die steht unten an der vierten und fünften Basis. Also jetzt ist es genau andersrum, dieses Mal hat die Zerg Army die bessere Posi und kann einfach mal ein paar Gebäude easy mitnehmen. Und währenddessen ist noch ein Runby unterwegs auf das neue Command Center, das kann aber noch liften, das ist noch keine PF. Und das sollte Q auch liften, rechtzeitig ja gar kein Problem für ihn. Der Liberator währenddessen geht die Vipern an. Weil gerade an der Anti ermangelt auch, ist noch 4 Queens übrig und 4 Ravager. Das ist das, was an Anti vorhanden ist bei Rainer. Er baut gerade einfach hauptsächlich Ling Ultralisk, bis Ling Baning Ultralisk. Q allerdings kurz vor Maxal wieder. Ihm fehlt die Supply Depot, die er da verloren hat. Das könnte komplett bei 200 Supply sein. Hat unten noch eine zweite Arme unterwegs. Die trifft jetzt auf die Linge. Die Linge müssen auch ein bisschen aufpassen. Es ist sehr viel Marines. Die Marines schreddern sich recht schnell durch die Linge durch. Die Ulis natürlich wollen an die Marines ran. Die Linge wollen an die Marauder ran. Die Banding in dem ist es egal. Hauptsache drauf. Und die Banding machen einen guten Job. Aber in der Zeit gehen wieder Drones haben. Während der Zeit gibt es auch einen weiteren Fight hier mit der Bio, die sich auseinandersplittet gegen die Ulis. Die Ulis sind laut. Zwei Ulis bereits da. Der dritte Uli rennt damit ran. Parasite Bomb auf die Medics. Aber es ist der Bio egal. Unten ist ein Uli, der sich durch die SCV säbelt, aber es ist die Terran Army, die oben den Fight gewinnt. Es starben währenddessen 17 Drones. Der Liberator hat einfach aufgesammelt hier. 25 Kills auf diesem Liberator. Der hat einfach fröhlich eine Drone nach der anderen rausgesappt. Die PF ist zwar fertig geworden, wird jetzt schwer von den Ulis belagert, aber die PF wird repariert und schießt zurück. Schafft es aber nicht, die Einheiten zu killen. Die PF wird hier fallen. Die SCVs schaffen das nicht, das Ding am Leben zu halten. Aber die Ulis sind mega low und es sind natürlich kaum noch Queens. Das heißt, Transuse ist ziemlich schwierig. Da ist einfach kaum Energie dafür da. Und hier geht es einfach weiter mit der Turn-Truppe, die überlebt hat von dem großen Fight. Bei der dritten Basis von Cure nimmt damit die nächste Zerg Base raus. 54 zu 62 Workers auf beiden Seiten, die Economy leidet. Der Liberator ist immer noch unterwegs. Zappt jetzt hier nochmal fast einen Uli im Bauch raus. Nimmt stattdessen nochmal zwei Drones mit. Geht jetzt endlich down, aber der hat Rainer wirklich sehr viel Kopfschmerzen bereitet. Dieses Liberator hat so viel zerstört von der Zerg Economy. Und das komplett im Alleingang. Hier muss nochmal eingeladen werden, aber man sieht, die Ulis sind immer noch angekratzt. Das ist gefährlich. Wenn wir die Dinger haben, wenn sie voll gesund sind, über 500 Hitpoints. Und das ist einer dabei, der hat 70. Und 70 HP, das ist halt, ja, Niveau Marine. Zwischen Niveau Marine und Niveau Marauder mit den Hitpoints. Und das reicht bei weitem nicht, um da lange zu überleben. Also die Ulis hätten jetzt gerne ein bisschen Zeit, um sich zu regenerieren. Q hat in der Zeit seine Mainbase rübergeflogen, um eine neue Basis zu haben. 54 zu 66 jetzt der Worker-Count. Und beide pumpen einfach mehr Army Supply. Nächster Runway ist hier unterwegs. Also ja, es ist ein wenig hektisch geworden mit den beiden. Man versucht einfach irgendwie Aktionen hinzukriegen, in der Hoffnung, dass man den Gegner mehr steuern kann, als man selber gestört wird. Und damit ist von beiden die Economy top. Man sieht, der Mining-Vorteil, er springt wild auf und ab, pendelt sich jetzt auf einem relativ niedrigen Niveau ein, aber für Cure insgesamt besser, wobei er gleich nochmal Besuch von sehr vielen Baning bekommen wird, weil Rainer hat noch wahnsinnig viel Vespingas übrig. 2000 Vespingas liegen da noch auf der Bank rum. Hier gibt es jetzt den Fight gegen die Panzer. Es sind zwei Panzer da. Die Bio wird eingeladen, nach hinten verfrachtet, hinter die Wall. Da kommt der große Ball am Bio. Die Ulis müssen also aufpassen. Nehmen vorne die Tanks raus. Große Balls gehen nochmal auf den Ghost. Der wird auch gesniped. Die Frage ist, wann wird da zurückgesniped mit den Ghosts? Das hatten wir jetzt bisher noch nicht wirklich, dass da Snipes mitgezogen wurden. Aber die Ulis gewinnen da den Fight. 26 zu 29.000 Resources lost. Zerg allerdings auch nur noch 4 Basen. Jetzt die original dritte nochmal neu genommen. Hier vor einer Weile gesnappt und die Basis hier unten soll nochmal neu mit dazukommen. Die wurde eigentlich sogar schon daneben gesetzt. Also man sieht den Stress ein bisschen. Hat nicht die Zeit, da groß Gedanken zu machen. Einfach hin mit der Basis. Ich brauche eine neue Base und zwar unbedingt. Die Bio ist währenddessen im Norden unterwegs und kümmert sich um die beiden Basen. Die erste wird sofort komplett gesniped. Die Linge versuchen, die andere zu halten. Die Ulis versuchen zu flankieren. Viper ist auch mit dabei. Fliegt da vielleicht ein EMP. Die Ulis gehen alleine rein. Die Ulis alleine ist immer schwierig. Man sieht das. Da kommt sehr viel Damage durch die Snipes. Und die Ulis verschwinden einfach. Die Linge und Banning versuchen es jetzt irgendwie zu lösen. Das Problem. Parasitic Bombs gingen da rein auf die Medivacs. Die Bio kitet weit auseinander, weit nach hinten. Das sieht nicht gut aus hier für die Zerg Army. Die kriegt deutlich mehr ab. Die droppt deutlich mehr. Und Rainer hat halt nicht mehr das Geld, das Nazmann. Es ist schön, dass er 2000 Vespingas hat. Aber er kann halt nicht einfach Einheiten bauen, die nur Vespingas kosten. Er braucht halt trotzdem Mineralien. Und da mangelt es ihm schwer. Zumal jetzt die Basis auch noch verliert. Das macht die Sache nur noch schlimmer. Also unten die Basis gerade die wichtigste Zerg Mining Base und endlich die hier. Man sieht auch 31 Drones war denen geschickt von den 64. Also die Hälfte aller Worker fährt an diese Basis und Main und Natural sind natürlich leer. Es sind keine validen Basen mehr. Oben die vierte, der geht es auch nicht mehr so toll. Und die beiden Basen ganz im Norden sind eben gestorben. Die Turn Army rückt einfach weiter vor Cure jetzt also. Ja, mit der dominanten Position auf der Map hat sich nämlich mit der Main Base hier eine gute Basis gesichert. Bisher keine weitere Basis hier noch dazugeholt. Die Zerg Army versucht hier ein paar Einheiten abzufangen, aber der Terran Train ist ziemlich weitläufig. Hinten werden die Panzer angerannt. Erster Panzer down, zweiter Panzer down. Schöne Snipes von den Dingen. Rennen nochmal weiter, versuchen Reinforcements abzufangen und auch da haben sie sehr viel Erfolg. Kriegen auf jeden Fall die Reinforcements hier in den Griff.
können wir weiter rennen, weil das oben ist ein Orbital Command. Das kann sich nicht wehren. Die Biome muss reagieren, ist sie gezwungen zurückzulaufen. Wenn er versucht, in der Zeit natürlich mehr Snipes rauszuholen. Jetzt mit den Abduxen. Das EMP kommt zu spät. Die Ghosts stehen mittendrin in den Zerg-Einheiten. Fungal auf die Bio. Die Panzer ballern da auch mit rein. Die Zerg-Armee kriegt nochmal einiges an Schaden. Aber es sind noch Marauder übrig. Julius müssen also nach wie vor aufpassen. Nochmal ein Scan wieder zu. Panzer kommt mit angefahren. Oben die Linie an dem ehemaligen Mainbase wurden aufgehalten. Also die Turn-Armee kann wieder ausrücken. Würde mich nicht wundern, wenn Raiden nochmal versucht, ein paar Linge abzuzwacken für einen Runway. Problem ist, das kann er nicht wirklich angreifen. Das ist ein PF. Das wehrt sich. Also es wäre entweder die dritte oder die, eben die Basis oben. Die jetzt momentan, was ist das? Ex-Mainbase-5. Basis. Die könnte man angreifen. Die Bio hingegen, ja, erobert hier mehr und mehr Gebiet. Da ist kaum noch Creep übrig hier im Norden. Also die Nordhälfte wurde da nahezu komplett abgenommen. Die ganzen Overlords sind hier ein bisschen in Gefahr. Aber die Infestoren, die versuchen hier eine sneaky Aktion mit... Ja, einfach Fungals auf die Bio hier blockieren, damit die nicht weglaufen kann, wenn dann die Ulis angerannt kommt. Problem ist, Rain erflitt gerade nochmal einiges an Drones, ist jetzt im schlechteren Worker-Count als diese Terran-Truppe und die ballert einfach fröhlich weiter. Also gerade Cure räumt Stück für Stück weg, ist jetzt 30 Supply vorne und kann weiter fröhlich Army Supply bauen. Seine Basen, also seine wichtigste Base läuft nach wie vor, das ist für ihn wichtig und er hat das größte Army Supply von den beiden. Die Viper haben wieder ein bisschen Energie gesammelt, aber EMP fliegt rein, die Viper schon mal Energie verloren. Also nur noch eine hat wirklich 50 Spells zur Verfügung und der Uli geht hier drauf. Der Ghost vorne kriegt zwar auch was ab, aber gerade fällt es Q leicht, die Einheiten zu ersetzen. Die Uli hier rennt jetzt rein, versucht er den Panzer abzufangen. Die Bio ist nicht ganz sicher, wo sie engagieren soll, fightet jetzt hier oben aber auf dem Highground. Gegen die Linge, gegen die ganzen Ulis, die noch da sind. Die Viper kommt ein bisschen spät, kriegt man die EMP ab. Von den Viper kommt gar nichts dieses Mal und die Ulis nach und nach fallen auseinander. Von den Lingen ist nichts mehr übrig und Rainer hat einfach nicht die Economy dahinter, um das groß versorgen zu können. Und damit ist es das GG und nach 22 Minuten das 1:1 hier von Cure. Also hätte man jetzt nicht unbedingt gedacht, dass das von der Proxy Rex noch in 20 Minuten Game wird. Aber die beiden haben das hingekriegt. Also ja, liefern sie auf jeden Fall ein knappes Game. Sind da, würde ich sagen, doch durchaus knapp zueinander gerankt. Mal gespannt, wer jetzt in diesem Best of 5 als nächstes die Führung ergreift. Wer da sich als erstes eine zweite Map holt. Ja, das quasi Best of 3 geht jetzt weiter auf Oxide. Jeder muss noch zwei Maps gewinnen, dann haben sie das Ding. Ist natürlich hier ein bisschen angespannter, es ist das Deciders Game. Also wenn man verliert, ist man raus und nichts mit Playoffs. Nur die ersten beiden aus der Gruppe kommen in die Playoffs und in den Playoffs gibt es dann nochmal ein Losers Bracket. Also da bekommt man dann quasi nochmal eine zweite Chance geschenkt, aber hier in der Gruppenphase kommt es auf dieses Game an. Auf diese Serie, auf die nächsten 2 bis 4 Maps, je nachdem, was die beiden hier so zusammenspielen. Wir haben auf jeden Fall einen Viking wieder draußen, sucht nach Overlords. Das sind ein paar ein bisschen weiter draußen, aber da wird gerade zurückgerudert. Das sind überall, das sind alles Queens, hier ist der einzige Overlord, der sich gerade rausbewegt. Danach gab es auch noch einen Liberator, also ja, wieder die Waffe der Wahl. Der war auch nicht schlecht, muss man sagen. Die Liberator, die Cure bisher eingesetzt hat, waren durchaus gut. Haben sich durchaus kosteneffizient präsentiert. Und es geht wieder ins Dim. Es geht aber in eine deutlich frühere Armory. Also da soll noch ein bisschen ein Hellbat-Spielchen dazukommen. Die Hellbat-Option auf jeden Fall, die man da wählen kann. Creep hier einfach durchbraten, das ist bisher das Einzige, was so ziemlich gestorben ist, außer dem Scout-Ovi. Die Kryptomore, die es erwischt hat und man sieht hier, ja, die versammelte Terran-Truppe, das Viking kann auch landen und die Aliens werden gleich zu Hellbats und dann kann man losmarschieren und dann die Verteidigung vom Zerg testen und aktuell sieht das für Rainer gar nicht so gut aus, weil er hat noch keinen Roach Run fertig, er hat insgesamt 7 Queens und 16 Dinge. Hellbats kommen ein paar angelaufen, ein paar sind noch Aliens, da ist ein Scan mit dabei, ist ein paar Marines zwischendrin und einfach rein auf die Queens. Und die Truppe, ja, jagt fröhlich voraus und währenddessen werden schön 2 Hellions und Reaper abgesplittet, um einfach auf die Drones zu gehen. Das ist ein schönes Split hier für Cure. Und damit kann er zum einen die Army weghalten, zum anderen die Drones verfolgen. Und damit ist so ziemlich Schaden garantiert. Und der Schaden ist bereits ziemlich ordentlich. Wir sind bei 13 Drones, die sie erwischt hat. Die Queens müssen trotzdem aufpassen. Eine ist mega low, Energie ist nicht viel da. Eine Queen mit viel Energie steht hier unten und ist gerade ein bisschen im Sparfeuer von ein paar Hellbats. Wird durchgebraten, 2 Queens jetzt low. Der Hellbat rennt auch hinterher und die Turn-Truppe setzt sich dann nochmal gegen die vordere Reihe an Zerg durch. 17 Drones down. Die Queen hier geht drauf und das ist richtig viel Schaden, den Rainer hier kassiert. Am Ende kann er diese Army
auf jeden Fall verteidigen. Die Roaches gehen... Oh nein, die Roaches! Mit dem Missklick, mit dem versehentlichen Attack auf den eigenen Kryptomar kassieren nochmal Rainer wirklich mit einem kritischen Missklick. Hier, man sieht das sofort verlieren. Hier, seine Roaches im Fight müssen weglaufen vor diesen Hellbats, die einfach viel zu viel austeilen. Am Ende bleibt kaum noch, bleibt gar nichts mehr übrig von der Sorggruppe. Rainer kann nochmal nachbauen und dann mit den Reinforcements könnte er das auf jeden Fall halten. Aber er hat jetzt natürlich so viel verloren. Oh, dieser Missklick war so teuer für ihn. Das hat ihn nochmal so viele Einheiten gekostet. Und das sorgt dafür, dass die Truppe trotzdem noch rumläuft, ein bisschen Creep rausnimmt. Das heißt nämlich jetzt auch sämtliche Queens wurden zerstört. Also Creepspread nachsetzen wird auch etwas schwieriger. Die Overlords wurden zurückgerudert und Rainer hat natürlich zudem einige Drones verloren. Insgesamt 17 Stück. Wir haben Resources Lost von 1400 zu fast 3000, also wirklich doppelt so viel. Quasi, was Rainer jetzt verloren hat und das in den ersten 7 Minuten. Das ist nicht das Game, wie sich Rainer vorgestellt hat. Dieser Attack hat ihn etwas überrascht und dann ist ihm wirklich noch ein kritischer Missklick hier passiert. Er wollte nach hinten A klicken, quasi hinter die Turn Army, damit einfach seine Einheiten drüber rennen und alles angreifen, aber eben gerade den Kryptomor erwischt. Das ist das Risiko, wenn man Kryptomore mit dabei hat. Für den Terraner ist das nicht der Fall, wenn er nicht gerade scannt, weil er sieht sie nicht. Das heißt, man kann ihn nicht versehentlich anklicken, aber der Zerg hat die natürlich in Vision und die sind klickbar, die Kryptomore. Damit hat er den versehentlich angegriffen. Ich meine, er hat es dem Kryptomor ziemlich gezeigt. Er hat ihm, glaube ich, den Großteil seiner Hitpoints gekillt, der von 50 runter auf 3. Aber es bringt halt nichts, damit gewinnt man keine Fights und das werden die Roaches auch gleich machen. Das sind nämlich gestimmte Marines mit einem Panzer hier und das ist mit Roaches kein Fight, den sie haben wollen. Die haben selber noch kein Roach-Speed-Upgrade, man sieht, dass die kommen nicht weg. Die Marines halten einfach voll drauf und nehmen eine Roach nach der anderen raus für Rainer. Als ob das Game nicht schon schlecht genug läuft, jetzt kann er ein bisschen zurückschlagen, aber es sind Medivacs mit dabei. Das heißt, jetzt gibt es auch noch den Heal, als nächstes gibt es Combat Shield 1-1 und plus 1 für die Panzer. Man sieht, bei Rainer kommen gerade nur Roaches, also er geht mehr oder weniger All-In. Mit 65 Drones, massig Road Ravager, aber es ist halt nicht viel dahinter. Das ist das große Problem für Rainer. Sein Gegner baut schon die vierte, er ist selber nur auf 3 Basen. Er hat weniger Worker, er hat weniger Tech, er hat die schlechteren Units. Es wird gerade mit jeder Minute unangenehmer für den Zerg, aber es ist einfach die Konsequenz aus dieser richtig starken Aktion, die Q da vorhin gebracht hat, wo Rainers Verteidigung einfach auseinandergefallen ist. Da war er mal nicht stabil und ja, so schnell kann das dann eskalieren. Jetzt muss es Q eigentlich nur noch nach Hause bringen, diese Map. Er hat dann nämlich einfach einen massiven Vorteil und er kann den auch festigen. Denn er kriegt seine ganzen Upgrades durch, er kriegt seine vierte Basis durch, ohne dass Rainer irgendwas davon mitbekommt. Und das gibt ihm einfach so viele Möglichkeiten. Die Roach, ja, läuft rein, wird sofort zerlegt. Also ja, wird merken, okay, das sind mehrere Panzer da. Da geht es jetzt mit einem Drop raus. Das ist natürlich das nächste Problem. Rainer hat vieles, aber keine Anti-Air. 32 Roaches, ja, kurz halt keine nach oben. Das heißt, die Medics könnten die Mainbase droppen. Oder hier die vierte, die da gerade frisch gebaut hat. Das heißt, die vierte vom Zerg wird ein kurzes Leben haben. Vielleicht noch der Cancel. Aber es ist schwer, denn es ist ein Comet Point Sand. Die Hatch wird komplett zerstört. Und Rainer verliert einfach mehr. Jetzt Crow Spies können den Drop zumindest abwehren. Aber ja, das ist das große Problem. Es läuft eine vierte Basis für Q mit 80 SCVs zu 64 Drones. Das sollte nach Rainers Meinung eher andersrum aussehen, dass der Zerg den Mining-Vorteil in der Masse hat. Aber das ist hier nicht gegeben. Er hat immer noch mehr Army Supply, aber das sind halt Roaches. Und davon wirklich einige. Er ist bei fast 40 Roaches. Ein paar Ravage natürlich mit am Start. Und die Bio. Ja, gegen die Masse wird es schwieriger. Aber da kommt 2-2 beim Terraner. Der Zerg ist auf 1-1 immerhin. Und jetzt geht die Welle los. Rainer mit 200 Supply Maxout. Jetzt wird nach vorne geschoben. Er hat dieses Mal keine Viper mit dabei. Und er muss sich gegen 5 Panzer durchsetzen und einen neuen Marauder. Er sucht nach einem guten Angriffswinkel. Er weiß halt auch leider nicht, dass da drüben schon eine neue Basis steht. Die wäre vielleicht ein guter Angriffspunkt. Aber die würde Kür vermutlich eher aufgeben. Jetzt Rainer versucht es. Er versucht seinen Gegner jetzt hier mit einem entscheidenden Fight zu brechen. Rennt vorwärts mit den Roaches und Ravagern. Die Panzer teilen mächtig aus, wurden bisher nicht gesniped. Jetzt erste Cross Spice auf die Panzer. Erster Panzer. Nein, die Panzer waren nicht ganz getroffen. Oh, Rainer wirklich, die Klicks passen gerade nicht bei ihm. Er trifft nicht die Ziele, die er treffen soll. Und damit bleiben die Panzer zu lange am Leben, teilen zu mächtig aus. Man sieht, der Zerg ist gerade 50 Army Supply runtergedroppt. Army Supply ist ausgeglichen. Der Graf sagt alles aus, wie das für den Zerg gerade schiefgelaufen ist, dieser Fight. Und bei Rainer, er ist halt nichts dahinter. Er baut jetzt eine vierte, er baut einfach massig mehr Roaches, kommt aber nicht mal ansatzweise Richtung 200 Supply. Kürzt im Supply vorne, im, ja, der Economy vorne, in den Upgrades gleich auch nochmal ein Stück weiter vorne. Und er hat einfach die viel bessere Arme. Er hat immer noch 7 Siege Tanks hier rumstehen, 8 Medivacs in der Luft. Rainer, er wird die Luft gerade dünn auf Oxide. Er versucht dann nochmal mitten in der Welle rauszurennen, Richtung 200 Supply Max hat zu kommen, aber die Roaches werden gekitet, die Crow Spies treffen nicht wirklich, treffen die eigenen Roaches. Jetzt kommen die Panzer rüber und
Sobald die Panzer halt auftauchen, ist es für die Roaches kein Fight mehr, den sie gewinnen können. Es ist halt wirklich eine Wand an Siege Tanks, 8 Siege Tanks hier inzwischen mit plus 1 Attack. Also die reißen halt Löcher in die Hitpoints der Roaches. Man sieht, dass wieder hier alles rot ist an den Ravage. Da wird jetzt nochmal ein Panzer gesniped und auch ein zweiter. Nein, das sind nur Flammen, das ist kein Ziel für einen großes Pfeil tatsächlich. Q ist jetzt allerdings Max, das heißt, er kann jetzt selber angreifen. Er hat jetzt volles 2-2 gleich drauf auf seiner Bio. Und rückt dann einfach Stück für Stück vor. Und ja, man sieht, wie er vorrückt. Die Roaches und Ravager stehen da kurz in dem Fight, aber war dann einfach nur zerstört. Hat nicht mehr so viel zu einem Crossfire. Es wird nochmal gut genutzt. Es nimmt nochmal ein bisschen was am Bio raus. Aber man sieht es im Supply schon ziemlich deutlich. Q immer noch auf 190, Rain noch runter auf 130. Und es geht nur in eine Richtung. Und die Richtung heißt für den Circle rückwärts näher und näher an eine der wichtigsten Basen, die Rainer gerade hat. Und er hat halt keine, es kommt keine magische Waffe plötzlich, das sind keine Lurker, die ihn retten können. Er muss irgendwie auf Crossed Pies hoffen, dass die absolute Traumshots landen. Darum morpht er nochmal ein ganzer Sprung an Ravager, was das Geld halt so hergibt. Die Bio geht jetzt aber rein in die dritte Basis, die Panzer schirmen hier ab und teilen so viel Splash Damage einfach aus. Die Bio hat hier einfach eine so dominante Position. Da kommt jetzt schon 3-3 bei Q, eine fünfte Basis kommt bei Q. Er hat immer noch 15 Lurker mehr als sein Gegner. Plus 2 für die Panzer auch unterwegs. Die Bio geht hier rein. Die Medics sind ein bisschen angekratzt durch die ganzen Crossed Pies, die runtergeworfen wurden. Aber die Bio geht einfach Stück für Stück nach vorne. Die ersten Drones gehen jetzt auch drauf. Die Panzer gehen weiter nach vorne. Die Bio wird jetzt nochmal ausgedünnt. Aber es stehen trotzdem noch so viele Siege Tanks da. Und bei Rainer stirbt genauso das Supply weg. Er kann es halt bei weitem nicht nachbauen. Und damit ist es das GG und das 2-1 für Cure. Und da war es wirklich dieser Move von Cure. Dieses Hellbats, Marines, das Viking mit reinlanden, einfach reinlaufen. Und dann einmal der schöne Split. Das muss man sagen, das hat Cure richtig gut gemacht hier in der Basis, dass er zwei Hände den Reaper wirklich solo gelassen hat. Wenn es die Resttruppe hat, die Queens vor sich hergejagt, aber die beiden haben sich rein um die Drones gekümmert. Und dann eben dieser wirklich beherrende Missklick für Rainer, der so viel Schaden quasi, so viel Schaden von seinen Roaches blockiert hat. Die haben halt, ja. Schön, dass sie sich voll auf den Kryptomer fokussiert haben, aber hätten sich eben auf die Turn-Army fokussieren sollen, die da war. Und damit ist das alles komplett schief gelaufen. Damit hat Q jetzt hier die 2-1 Führung. Und Q versucht es dann nochmal mit dem Proxy-Rex, Doppel-Proxy-Rex, aber er läuft wieder in den Pool-First von Rainer. Was ist los mit den beiden? Genau dasselbe Spielchen nochmal. Jetzt aber auf Death-Aura. Q natürlich mit dem 2-1, der kann sich's eher erlauben. Rainer ist es schon ein bisschen riesig, auf das hier spielt. Hat er nach wie vor keine Informationen, der Overlord ist, nein, er dreht ab, der ist nicht auf Kurs. Ja, Marines, SCVs und dann soll der Bunker folgen, aber das wird alles andere als einfach, wenn der Sir gleich mit ein paar Lingen daherkommt. Also, sag ich, dass die beiden dieselbe Situation nochmal irgendwie zustande kriegen, ist schon überraschend. Aber ja, Linge treffen auf SCVs und SCVs denken sie, nee, das wird erstmal nichts, wir brauchen jetzt deutlich mehr Marines, um durch die Linge durchzukommen. Und ja, dieses Mal allerdings kein Roach Warren für Rainer, also ein bisschen anderer Plan von ihm. Kann aber hier natürlich einfach so einen Bunker aufhalten und hat noch die ganzen Linge am Leben. Factory kommt bei Cure. Oder aber auch weiter Marines. Natürlich so viel es geht weiter Druck machen, muss aber aufpassen, dass hier nicht eine Falle reinläuft. Und ist nämlich jetzt schon Queens mit dabei. Mehr Linge werden produziert. Und was sie die Terran-Truppe da erlauben kann. Bunker wird auf jeden Fall noch begonnen. Der Versuch ist da. Es ist ein sehr mutiger Versuch, denn ja, da ist halt bereits der Marine gefressen worden von den Lingen. Also da kommt kein Reinforcement gerade bei der Truppe. Und jetzt kommen Linge von beiden Seiten. Der SCV fightet immer mit. Aber erstes SCV down, zweites SCV down. Die Marines werden surrounded. Und da wird nichts übrig bleiben für Cure. Da verliert er gerade sein gesamtes Armiesplan von Rainer. Bleibt viel zu viel Armies. Oh mein Gott. 380 zu 50 Resources lost. Es sind zwei Dinge gestorben, aber 5 Marines und 2 SCVs. Richtig schlecht hier für die Terran-Truppe. Da kommen noch ein paar Marines mit dazu, aber auch hier die Dinge blocken hier schön rein, fressen da schön rein. Und von den Marines bleibt trotzdem nichts übrig. Das heißt, da hat Cure einfach nichts an Einheiten. Er hat effektiv 2 Armies zu planen. Das ist ein Hellion, der gerade im Bau ist, an seiner Factory. Und damit muss er sie jetzt zurückziehen. Hat keine Expansion, die wird jetzt begonnen. Rainer hat eine zweite Basis und eine dritte unterwegs. Das sieht dieses Mal deutlich besser aus für den Zerg. Also das kann Rainer eventuell nutzen. Hat hier schon Drones unterwegs. Er hat sich komplett die Map-Control mit den Lingen erkämpft. Und ist momentan keiner so großen Gefahr ausgesetzt. Das ist nämlich gerade die einzige Einheit, die da ist beim Terraner. Das ist die Alien. Und dann gibt es erstmal einen Command Zone und einen Starport. Und die Barracks müssen noch nach Hause fliegen. Also er tut sich nicht viel an Terran-Einheitenproduktion. Und gegen den einen Alien hat man natürlich Queens. Also da haben wir jetzt nicht wirklich große Angst davor. Er sieht, dass eine dritte unterwegs ist und das ist für Victor natürlich alles andere als angenehm. Weil er halt noch nicht mal seine Netzspiel draußen hat und bei Rainer wird die dritte fertig sein, bevor seine Netzspiel gelandet ist. Macht so nicht so viel Spaß für den Turn, der jetzt eben auch massiv von seiner Mainbase runterarbeitet mit den Mules.
und den Über-STVs, die er da hat. Übermasse an STVs, einfach zu viele dran. Der Link sagt nochmal kurz Hallo, schaut sich damit auch den Starport, den Reaktor Factory und das Command Center an. Der Hellion, wie gesagt, kann nicht viel tun. Ein bisschen am Kühlschrank drum brutteln, aber das ist es dann auch. Und ja, hier wird noch ein OC gebaut und unten ist die dritte Basis fertig. 44 zu 27 Worker. Solide Führung also für Rainer. Speed Upgrade um mehr Linge unterwegs. Das kann, er kann tatsächlich noch versuchen, die Basis hier zu belagern. Mit den ganzen Lingen. Denn, wie man sieht, von der Wall sind wir noch weit entfernt. Und einheitentechnisches Panteran hat auch noch nicht so viel los. Die Hellions machen das ein bisschen besser. Es kommt wieder ein Liberator in der Hoffnung, dass der Schaden macht. Die jagen immer noch die Marines, den Overlord. Sorgt für einen kurzen Supply Block. Und die Linge sind auf der Reise. Speed Upgrade dauert aber noch. Es werden mehr Queens gebaut. Es gibt ein Baning Nest mit dazu. Will Rainer einfach Baning basten? Beim Marines rennen da hin und her. Die Linge müssen noch 10 Sekunden warten oder so. Bis Speed Upgrade 15 Sekunden. Jetzt noch 10. Das ist definitiv nicht zeitgleich. Das läuft definitiv über eine andere Zeitrechnung, aber nicht so wild. Die Linge hier in der Mainbase warten noch. Die Linge hier draußen haben jetzt Speed Upgrade. Bening Nest ist halb durch. Es kommt wieder eine Armory. Es sind wieder Hellbats geplant. Da waren die Marines gerade eingeladen. Aber es kann einen richtig unangenehmen Counter-Attack geben. Aber das Medivac, es sieht das. Sollte die Linge gesehen haben. Und da muss Q reagieren. Das kann er nicht so einfach zulassen. Ja, die vier Aliens bleiben zurück. Die Linge rennen erstmal weg. Aber Bening Nest wird halt da sein. Das heißt, Hellbats bringen da nicht so viel. Die Linge werden aber nochmal ordentlich weggebraten, bis sie versuchen, den Fight zu drehen, indem sie die Hellions surrounden. Kriegen auch 1, 2, 3. Nein, kriegen den dritten nicht ganz. 5 AP verbleiben. Und die Truppe rennt weiter raus. Aber es sind 7 Baning im Off. Also diesmal wird das kein so magischer Baning-Push werden. Magischer Hellbat-Push werden, der den Zerg komplett überrumpelt. Dieses Mal ist die Defensive halt schon da. Die Queens stehen hier. 9 Queens auf dem Feld. Es gibt in der Zeit auch einen Link-Counter-Attack auf die Natural. Die Wall ist nicht zu. Das heißt, das wird für Q gleich unangenehmer als für Rainer, denn die Hellbats waren direkt weggesprengt. Die Linge sind drin in der Natural. Und da ist einfach das GG von Q. So schnell kann es gehen. Rainer gleicht ja aus zum 2-2. Diesmal läuft das Spielchen besser für ihn. Wieder die beiden clashen da mit einem richtig aggressiven Early Opening mit dem Pool First und mit der Proxy Rex. Aber es ist dieses Mal der Zerg, der viel, viel besser dabei davon kommt. Und damit gehen wir auf eine letzte Designers Map zwischen den beiden. Damit hängt das Turnierschicksal dieser beiden an einer letzten Map und die Map ist Romanticide. Es gibt wieder eine Reaper Expansion, also man mag den typischen Last Map Effekt bloß nicht zu überstürzen. Season letzten Map ist nicht so cool, es könnte schief gehen, möchte man nicht riskieren. Wir sehen, der Reaper kitet sich hier ein bisschen durch auf der Suche nach Kills. Hat die Linge auch schon ziemlich runtergeballert mit den Hitpoints. Kyodenta mit Triple CC, also der Plan ist wirklich hart auf Economy pushen. Go Richtung Creep Tumor. Die Linge fighten hier. Der Reaper führt einige Points, aber bekommen den ersten Circling gesniped. Virtuelle Unterstützung dauert es natürlich noch. Und der Reaper mutig. Mutig da die Rampe hochzugehen, ist runter auf den letzten 6 Hitpoints. Also das ist echt sehr risikofreudig, was er da betreibt. Und der Reaper versucht nochmal. Versucht in die Netzspur reinzukommen, aber wieder kriegt sehr viel Schaden, aber rund auf 2 HP. Der ist schon wirklich frech hier unterwegs. Und jetzt haben die Linge Speed Upgrade, das heißt, er war zu frech und Reaper wird eliminiert. Also nur den einen Linkel, schafft dann auch nicht mehr viel an Scouting. Es wurde parallel noch ein zweites Upgrade fertig, nämlich Overlord Speed. Und das wird hier auch gerade genutzt. Turbo Overlord fliegt los, um einmal die Terraner-Basis abzuscouten und zu wissen, was treibt der eigentlich so. Da wird einem dann auffallen, okay, der hat 3 Command Center schon fertig. Der hat Doppel-Rex danach. Das heißt, Marines mit Medivex und eben Triple CC, also Makro-Game-Opener. Rainer selber mit der dritten unterwegs. Natürlich nicht ganz so cool, weil eben der Terraner schon die dritte am Start hat. Also auch wenn Q den Reaper verloren hat. Vom Grundaufbau mit den BOs hat es auf jeden Fall sehr schön, weil eben Triple Orbital Command jetzt schon fertig ist. Bei 420 ist doch schön. Ja, die Marines rennen dem Overlord hinterher, aber mit Speed Upgrade könnte der hier auch sogar wegkommen. Oh, aber knapp. 30 Hitpoints verbleiben, aber er lebt. Und das Ding baut jetzt eben mehr SCVs.
Das heißt, der Worker-Con vom Terraner steigt schneller. Triple Mule ist, bringt natürlich auch ordentlich Kohle rein. Und damit kann Cure ziemlich entspannt noch mit der Circuit-Con mithalten, bis er ihn mal vernünftig hochgedroned hat. Der geht auf Hive-Tech. Hive-Tech. Fast. Die Vorstufe davon. Leer-Tech natürlich. Und Baning Nest, wenn er bei Minute 4 auf Hive-Tech gehen kann, läuft irgendwas komplett falsch. Oder ist es technisch möglich, wenn man das komplett rusht? Also mit den ersten 12 Drones auf Doppelgas? Ja doch, wenn man gar keine Drones baut. Doppelgas wahrscheinlich am Anfang gar nicht nötig, sondern nur ein Gas. Und dann, also so schnell wie möglich Spawning Pool bauen, also quasi ein 12er Pool. Dann währenddessen Gas sammeln, dass man direkt in Leertech kommt. Dann Leertech war direkt Infestation Pit und dann direkt Hive. Das könnte sogar hinhauen in 5 Minuten. Aber es hat absolut keine sinnvolle Strategie, weil es gibt nichts, was direkt vom Hive kommt, was einem was bringt. Also, das kann man, wenn man BO speedrunnen möchte, dann kann man sowas machen. Aber in allen anderen Fällen ist das nicht wirklich hilfreich. Ja, wo hier auch noch gerade was Neues unterwegs ist, nämlich Drop Overlord, der erste der Serie. Die Marines schauen sich aber gerade die dritte Basis zum Circle an. Das sind einige Drones gesammelt. Da wird gerade das Gas zugeholt. Der Overlord wird weggeballert. Und Cure bekommt eben dann gleich selber Besuch in seine Mainbase. Der Overlord ist im Anflug. Ist da irgendwas? Da ist die Armory für Hellbats. Da ist der eine Overlord, der chillt hier schon rum. Und da ist Blindspot. Oh, die Marines kommen rechts. Die Marines kommen angelaufen mit einem Overlord-Rosten. Da sind sie genau in richtiger Position, um den anderen Overlord auch anzugehen. Wie unglücklich hier für Rainer das gelaufen ist. Er verliert den Drop-Overlord. Die Linge fressen sie doch ein paar Marines durch. Die Marines schaffen hier den Fight. Es ist knapp, aber die Marines setzen sich hier tatsächlich durch. Oh, wie übel. Da ist Q hochgestimmt wegen dem anderen Overlord. Und dann mag... Oh, da ist er nochmal. Oh, der hat Linge drin. Ja, wunderbar. Und er kriegt den tatsächlich easy in den Griff. Das lief komplett schief für Rainer. Oh, es ist einfach bitteres Timing, dass er da getroffen hat. Dann kamen die Marines angerannt und haben sie einfach durchgeballert. Immerhin hält zu Hause alles und wir haben die nächste Link-Aktion, nämlich in der dritten Basis gab es einen Run-By. Zwei SUVs bisher down, Supply Depot wird auch gefressen. Die Marines versuchen da ihr Bestes, müssen aber fast aufpassen, es sind nicht so viele Marines, es sind sehr viele Linge. Das Supply Depot lebt noch theoretisch, da kommt auch ein SUV rausgefahren, um es zu reparieren. Reparatur klappt. Die Frage ist, schaffen die Marines den Fightline? Die Linge setzt nochmal nach und damit ist das SUV und das Supply Depot down. Indessen versucht die Army den Lingen den Weg abzuschneiden, ist aber... Oh nein, die Linge, okay. Mit dem Haken wären sie da fast immer reingerannt in die Hellbats. Das hätte keinen Spaß gemacht für die Länge. Ja, Rainer schnappt sich jetzt seine vierte Basis. 72 zu 62 Worker. Trotzdem Harassment Q hat jetzt nicht wirklich viel Schaden genommen. Also es hält sich noch sehr die Waage. Ja, 803 zu 850 Resources lost. Erstmal hier den Weg frei machen, dass da keine Siege Tanks kommen. Creepspread voranbringen. 9 Queens auf dem Feld. Es gibt 1-1 Upgrades für Ling Bane. Die vierte Basis läuft jetzt an auf Cures Seite, Supply Depots in Massen, noch keine vierte bisher unterwegs, einfach mal mehr Production, Doppel Liberator Produktion, interessanterweise sehr früh dieses Mal die Liberator und hier wurden gerade Queens rausgeballert von der Truppe, die wollten alleine verteidigen, es hat nicht ganz gereicht und wir haben währenddessen einen riesen Haufen Ling Baning, steht hier draußen, möchte vielleicht einen Runway starten, hier ist noch keine volle Wall, da ist ein Siege, ich denke, das ist ein zweiter Siege, das ist viel an Ling Baning. Das ist schon einiges, wenn das drauf rennt. Da ist jetzt auch plus 1 Carapace drauf, aber Terran hat schon 1-1. Also der Upgrade-Vorteil liegt bei Cure dieses Mal. Geht auch direkt in sein 2-2. Da kommt der Infestation Pit bei Rainer. Und nochmal eine Basis und auch eine Makro-Edge schnappt es sich irgendwo. Bin mir noch gar nicht sicher. Da, und der Natural kommt die Makro-Edge mit dazu. Der Trupp wird angerannt, überrannt. Die Banning ist dran. Load-In wird genutzt, aber es überlebt nicht so viel. Die Medics müssen auch aufpassen. Die sind nicht noch recht nah dran an den Queens. Aber die Queens setzt nicht nach. Die Queens haben anderen Fokus, nämlich ja, mehr Creepspread setzen. Hier wurde zugewollt vor der dritten. Liberator fliegen jetzt raus, aber fliegen an den Lingen vorbei. Also wenn Rain jetzt guckt, könnte er das sehen. Da ist der Zell Liberator unterwegs. Er hat es auf jeden Fall gesehen, hat die Linge gerade noch kontrolliert. Also das hat er auf jeden Fall im Auge. Da kommt jetzt auch sofort das Reaktion nochmal 2 Sporkroller, nochmal 2 Sporkroller. Also er hat überhaupt keinen Bock auf Liberator. Es ist ja schon mal schief gegangen gegen die Liberator. Da hat er sehr viel verloren. Und das, die Blöße möchte sich nicht nochmal geben. Hive-Tech ist unterwegs. 2-2 läuft auf beiden Seiten. Plus 1 noch für die Panzer. 8 Spore-Crawler jetzt. Also 2 pro Basis quasi. Und Queen stehen auch noch rum. Also Rainer hat massiv aufgerüstet gegen Liberator. Und hat die ersten 2 auch schon direkt abgefangen. Die waren draußen und die sind sofort in den Tod geflogen. Nein, ist nicht ein Tod. Hä? Wo waren sie? Sind die beiden Liberator zurückgerutet worden? Die sind doch hier vorbeigeflogen. Oder bin ich blöd? Genau, da sind die Liberator losgeflogen. Ich muss das jetzt verfolgen, weil das irritiert mich gerade, weil es waren keine Resources lost. Ja, doch, die wurden tatsächlich zurückgerudert. Na, dann hat Rainer easy Zeitgefühl genügend Defense. Also, das hat mich gerade echt verwirrt.
Aber gut, nein, das sind die originalen beiden Liberty, die wurden über einen, ich glaube, das nicht sicher, ob das ein absichtlicher Klick war, auf jeden Fall, die wurden zurückgerudert, die müssen wieder rausfliegen, jetzt kommt das neue CC und unten ist ein Doppeldrop unterwegs. Da ist noch keine Base, die nächste Basis hier und noch mehr Spore-Crawler. Okay, also Rainer, ich möchte auf jeden Fall vorbereitet sein, falls da mehr Liberator kommen. Jetzt hier erstmal ein bisschen Creep. Ein der Spore-Crawler wird er auch verlieren. Linge kommen angerannt. Linge müssen aufpassen. Einzelne Linge reichen da nicht. Jetzt kommen die Baning immer dazu. Jetzt wird das viel lustiger für den Zerg. Und der Terraner. Jetzt zieht die Notbremse evakuiert hier. Hive-Tech ist gleich fertig. Das 2-2 läuft. Und eine große Terran-Army steht hier auf dem High Ground. Ein Creep wurde da oben schon eliminiert. Also Rainer könnte grob eine Idee haben, dass da oben einiges an Army rumsteht. Er wird spätestens jetzt merken, weil jetzt ballert das von oben fröhlich runter. Liberator wurden mitten in die Hauptarmee tatsächlich reingezogen. Also sollen mitkämpfen. Ultralisk Cavern unterwegs. Also Hive-Tech ist am Start. Es kommt auch natürlich eine Glance. 2-2 gleich drauf beim Terraner. 2-2 vom Zerg ist auch nicht weit weg. Die neue Basis hier läuft. Die nächste Basis ist im Bau. Aber auch Kyo geht auf seine vierte. Trotzdem Rainer damit. Hat seine sechste Basis hier schon unterwegs und eine siebte, das ist seine sechste Basis, unten schon eine siebte Basis unterwegs. Ich zähle immer wieder mal durch, weil man sich irgendwann nach ein paar Basen nicht mehr sicher ist, wie viele das jetzt eigentlich sind. Aber ja, es sind jetzt sieben theoretisch unterwegs, wobei die sechste auch noch nicht läuft, da sind noch keine Drones dran. Aber sie hilft natürlich auch schon für die Production, für die Larven, die man hatten. Es sind gerade 19 Stück auf dem Feld. Q hingegen ist einfach beschäftigt, den Creep vor seinen Basen wegzubringen. Und den Zerg in sein eigenes Gebiet hier ein bisschen reinzujagen. Ja, jetzt wird die neue Basis noch angegangen, aber die Baning in der Nähe. Dann könnt ihr noch einzelne Marines drauf droppen auf die Banes und damit schöne Trades mitnehmen. Linge starten einen Runby, aber da ist ein Panzer. Hier ist noch keine Wall, hier könnte man hochrennen, da wo der Sensor Tower gerade frisch fertig wurde. Ja, das ist wirklich Sensor Tower an der Kante, damit es so weit wie möglich in die Map reinreicht. Voller Radius hier, aktiv. Da sieht man die Linge relativ frühzeitig rumrennen. Die Marines versuchen hier zu pushen, aber da kommt jetzt die Valiant Banes und die Marines, die haben hier ihre Absicherung. Viele Panzer und zwei Liberator. Der Drop ist immer noch unterwegs unten. Es kommt jetzt eine Ghost Academy. Jetzt kommt Triple CC. Also ja, jetzt auch der Switch von Kyo. Okay, du willst das auf dem Late Game durchziehen? Dann gehen wir auf dem Late Game. Aber erstmal ist hier noch der Fight am Laufen. Die Bane crashen dieses Mal in die Marines. Nehmen gute Trades mit hier für Rainer. 3500 zu 4900 Resources lost. Unten gibt es noch Ärger mit dem Drop, aber wird ein weiteres Mal abgewehrt. Edge hat aber ein paar Hitpoints verloren. Hier wird weiter reingepusht. Da gibt es die erste Parasite Bomb rein in die Medivacs. Aber sofort der Split am Start. Die Overlords fliegen mit. Müssen fast ein bisschen aufpassen. Möchte man jetzt als Zerg nicht unbedingt verlieren. Wieder die Baning unterwegs. Aber Panzer schirmen hier eben ab. Die Marines wurden unten nochmal ausgeladen an der Bonusbasis. Aber auch da, Linge Baning ist zur Stelle. Rainer verteidigt alles. Ist Max, geht auf Kaitner's Baning und 3-3. Terraner 3-3 auch unterwegs. Da stoppt einer der Spore-Crawler. Drei weitere Commands sind gleich fertig. Und wir haben mehr Panzer, die vom Band laufen. Kyo ist auch kurz vor Max-Out versucht, hat es versucht, hier die Basis anzugehen, aber Link Baning haben jetzt seine ganzen Marines da erledigt. Der Trupp, der pusht nach wie vor und die Panzer wurden nach wie vor nach vorne geschoben und sind schon fast in Reichweite von der Hatchery. Das heißt, Marines haben sehr weit vorne schon die Absicherung. Aber wieder Rainer mit dem Setup, mit dem Versuch von mehreren Seiten da reinzurennen auf die ganzen Panzer. Wie gut gelingt das? Marines sind recht weit hinten und die Panzer stehen da hinten einfach als massiver Verbund, können auch sehr viel in Link Baning reinballern. Die Baninge crashen auch massiv auf die Panzer drauf, aber es bleibt auch von der Zerg-Army nicht viel übrig. Nochmal Attack auf einen der Panzer. Eine Panzer steht noch oben auf Michael und jetzt kommt die Enforcement auch aus der Base. Das ist die Terran-Army, die tatsächlich Position behält. Der Liberator sammelt nochmal ein paar Kills hier tatsächlich an den ganzen Lingen. Er hat schon 12 Stück, also er war schon sehr fleißig. Sein Kollege hat 9, aber die waren wirklich schon ziemlich gut unterwegs. Und Cure hat hier wirklich den besseren Fight, weil er kann zwar den Großteil räumen, aber nicht alles. Und das heißt, Cure kann sich direkt wieder aufstellen an der Position. Sieht man auch, macht er direkt. Dieses Mal mit Mistletoe, damit die Vipern auch weiter wegbleiben müssen. Die Marines ballern sich mal kurz in die Drones rein, nehmen da Zeit raus, ziehen jetzt den ersten Uli, der damit wird. Und da kommen gleich nochmal 5 mehr mit auf die Map. Wieder gibt es eine Linkflanke da drüben. Wurde noch nicht losgeschickt. Rainer möchte noch ein bisschen mehr auf Setup, ein bisschen mehr auf Einheiten. Man baut 7 Queens auf einmal gerade. Als er versucht, wieder komplett den Queen-Count aufzustocken, ist gerade runter auf 4. Jetzt kommen die Linge von der Seite, aber warten, abgelenkt bisschen von der Bio. Nicht sicher, ob die Linge da rein wollen. Die wollen ja eigentlich lieber auf die Panzer drauf rein. Jetzt gibt es den Blinding Cloud auf ein paar der Panzer. Neuer Panzer kommt da gerade mit dazu. Die Ulis sind jetzt mittendrin. Aber die Ulis müssen durch die Liberator drauf. Den Liberator, den jetzt wird gerade noch gar nichts gefährlich. Die seppen einfach fröhlich raus und nehmen Linge mit, nehmen die in Uli mit. Und damit kann Cure nonstop weiter pushen. Rainer schafft es nicht, das in den Griff zu kriegen. Jetzt wird es langsam gefährlich für ihn. Es kostet ihn sehr viel Geld hier. Und er kann seine Basis trotzdem nicht halten. Die Basis ist low. Die Basis wird fallen. Die Queens laufen da mitten durch. Und Rainer, da verliert er nochmal einiges. Und kommt da nicht durch. Die Liberator waren echt zum Problem für ihn gerade. Er hat halt auch nicht wirklich was. Er müsste mit den Vipern Abducts oder Parasitic Bombs setzen. Aber er hat nur noch eine einzige Viper übrig. Also er hat bei weitem nicht genug, um diese Liberator in den Griff zu kriegen, die hier zu viert rumschwirren aktuell.
Das sind nicht viele, aber das ist einfach mächtiger Damage auf alles, was auf dem Boden rumsteht. Der Typ hat 18 Kills, also der war wirklich schon fleißig. Sein Kollege ist jetzt bei 16 Kills und da sind die Overlords immer noch mittendrin. Und Berlins bedankt sich dafür und räumen einmal völlig durch. Und jetzt ist da massiver Supply Block angesagt. Rainer hat ein bisschen Mineralienbank, aber trotzdem, das sind Verluste, die möchte man eigentlich nicht haben, wenn es nicht unbedingt sein muss. Rund auf 170 Max Supply. Der Uni wird sofort hier zerlegt. Da war nicht mehr viel übrig. Und oben auf dem Highground wird bereits mittlerweile die Basis abgekämpft. Und das isoliert auch die Base hier oben. Dann sieht es auch die Ulis und Dinge, denkt sich, wie kommen jetzt hier aus der Situation raus? Der Terran ist da komplett eingekesselt. Und das ist richtig schön für Q. Er kann hier quasi eine Teilarmee rausnehmen. Und den Zerg hier schön in zwei Teile gespalten. Hat jetzt schon reingegangen. Man sieht, Rainer möchte unbedingt das durchbrechen. Er muss irgendwie zur Unterstützung kommen, aber es sieht nicht gut aus. Die Ulis hier oben schmelzen einfach denn. Die Hedge da oben schmilzt gleich dann immer. Werden die Panzer hier unten angerannt, aber wieder die Leopard. Das sind ein Ärgernis. Die Queens versuchen ihr Bestes. Aber auch die Queens kriegen mächtig Schaden ab. Die Ulis tanken nochmal was weg. Oben hingegen flirt Rainer einfach komplett die Basis und die Hedge und die ganzen Rounds, die da rumstehen. Ja, da bleibt nichts übrig. 65 zu 66 wirklich. Und Rainer hat gerade drei Basen am Stück verloren. Zudem einiges an Worker und auch einiges an Army. 26, 13.000 Resources lost. Und der Zerg ist 50 Supply hinten. Hat noch ein bisschen Geld, aber nicht wirklich so viel. Q selber hat eine 5. da oben am Start. Ist ein PF und macht einfach weiter Druck. Nonstop hat jetzt Ghost mit dabei. Snipes werden angesetzt. Uli verschwindet einfach. Panzer wurden zwar von der Blinding Cloud getroffen, aber es kommt nicht mehr was an die Panzer ran. Die Panzer sind wieder raus aus der Blinding Cloud. Und die Zerg-Armee ist einfach nicht mehr vorhanden. Für Rainer, das sind seine letzten Reste. Das ist nicht so, als ob er sich hier halten kann. Das sieht stark danach aus, ob Q sich hier durchkämpft mit einem 3:2 in die Playoff-Phase. Denn da sterben die Queensack. Die sind alles, was von der Zerg-Armee noch übrig ist. Da kommt nochmal drei Ulis nach. Aber die brauchen ein bisschen und die Terran-Armee steht einfach trotzdem. Es ist viel mehr Geld da beim Terraner. Rainer hat einfach nicht die Zeit, hier groß was nachzupumpen. Die Army, die er hat, ist ein Uli gerade, ein paar einzelne Linge und 9 Banige, die gemorpht werden. Ja, da wird mehr und mehr Creep abgeräumt. Es gibt unten noch die Base für Rainer. Er kämpft bis zum bitteren Ende, aber es sieht nicht gut aus mit 60 Supply, die man hinten ist. Die Viper versucht mein Bestes mit dem Abduck auf die Liberator, damit die endlich kein Problem mehr sind. Aber die Bio steht weiterhin, die Ghosts sind jetzt mit am Start. Die Banige kommen nicht mal wirklich an die Ghosts ran. Die Turn-Army räumt einfach durch, die Queens noch übrig. Es räumt nochmal einen Uli an, der verschwindet einfach. Es kommt der nächste Uli, aber den sehen wir gar nicht mehr direkt sterben, denn da ist schon das GG. Denn Rainer gibt sich hier dann doch geschlagen. Es war einfach eine aussichtslose Situation hier, nachdem er die drei Basen oben verloren hat. Richtig schönes Movement da von Cure, wie er sich aufgestellt hat. Das muss man echt lassen. Also starkes Match zwischen den beiden insgesamt. Mit viel hin und her und knapp war's. Am Ende war es hier wirklich dieser systematische Move runter. Langsam bedacht, einfach immer vorwärts, dann ein bisschen zurückgewichen, wenn der Zerg versucht hat, das anzugreifen. Rainer hat es nie geschafft, das wirklich komplett zu brechen, komplett diese Belagerung aufzulösen, sondern es kam dann immer wieder sofort nach und hat dann die Basis erfolgreich geschafft und dann war eben hier die Linie gezogen, was Rainer komplett von diesen beiden Basen isoliert hat und die konnte er dann nicht mehr retten und damit ist eigentlich sein ganzes Game zusammengebrochen. Das sieht man ziemlich gut da, wie es einfach nur noch abwärts fällt bei Cure. Ja, hat zwar auch getradet, aber konnte das viel einfacher nachproduzieren. Er war nämlich ab da auch im Mining-Vorteil. Da sieht man einfach, wie viel Schaden er dazugefügt hat. Und damit ist für Rainer die Reise zu Ende in diesem Stay-at-Home-Story-Cup. Er wird sich nicht in die Playoffs kämpfen, sondern es ist Q, der sich hier durchschlägt und der auch wirklich starke Leistungen gezeigt hat. Also verdient das Sieg von ihm. Es war ein knapper Sieg, aber ja, es war, manchmal ist es ein arbeitsreicher Tag. Das war's von mir, bis zum nächsten Mal und ciao.